hat seinen Rücken überanstrengt. Ein Orthopäde fand keine Ursache und auch monatelange Rückengymnastik half nicht. Nur Medikamente betäubten den Schmerz kurzfristig. Früher waren die Säcke auf jeden Fall voll und ich konnte wesentlich mehr schleppen. Ich reduziere jetzt die Menge deutlich, weil ich einfach inzwischen mein Kreuz kenne und es nicht provozieren will, dass es wieder deutlich schlimmer wird. Nun hat er das Glück, an einer wissenschaftlichen Untersuchung der Uniklinik Ulm-Günzburg teilzunehmen. Seinen ersten Termin hat er in der Neurochirurgie beim Professor Widder. Ich habe Rückenschmerzen jetzt seit fast einem halben Jahr. Die Schmerzen sind relativ klar umschrieben um diesen Bereich. Was mir jetzt Sorge macht und warum ich komme, ist, weil inzwischen haben sie schon ein-, zweimal auch ausgestrahlt in das rechte Bein. Wenn ich jetzt mal hier so klopfe, gibt es da irgendeine Stelle, die umschrieben wird? Bernhard Widder untersucht ihn. Skelett und Reflexe scheinen in Ordnung zu sein. Etwas weh? Jetzt kommt der Bereich raus. Mir tut's weh. Symptome einer Bandscheibe, wo dann nachher die Nerven lädiert sind, da strahlt der Schmerz typischerweise bis in den Fuß, bis in die Zehen vor allem auch aus. Das ist bei Ihnen überhaupt nicht der Fall, sodass wir das auch ausschließen können. Damit haben wir ein lokales Rückenproblem und da sind dann sehr häufig die Faszien dran schuld. Ein Verdacht, der nun mit einer Ultraschalluntersuchung abgeklärt werden soll. Wenn tatsächlich die Faszien, also das muskuläre Bindegewebe, die Ursache der Rückenschmerzen sind, müsste man das in den hochauflösenden Ultraschallaufnahmen erkennen können. Das Hellweiße, das ist jetzt die große Rückenfaszie. Und dann hier unten beginnt die Rückenmuskulatur. Und man sieht bei der Bewegung schön, wie die Muskulatur gleitet. Und bei der großen Rückenfaszie sieht man kaum eine Bewegung. Zum Zweiten kann man hier noch die Fasziendicke bestimmen und die sieht jetzt bei Ihnen im Vergleich, sage ich mal, zu einer Durchschnittsbevölkerung leicht verdickt aus. Wir wissen eben, dass bei einigen Patienten mit chronischen Rückenschmerzen die Rückenfaszie deutlich verdickt ist. Solche Verdickungen der Faszien sind zwar schmerzhaft, aber man kann sie meist behandeln. Dr. Robert Schleib ist ein Pionier der Faszienforschung und hat langjährige Erfahrung damit, verhärtetes und verklebtes Bindegewebe wieder elastisch zu machen. Ein Hilfsmittel ist die manuelle Therapie. Gezieltes Drücken und Stimulieren der betroffenen Stellen verschafft erste Linderung. Ist es etwas verbacken? Das kann ich deutlich spüren. Wie fühlt sich das für Sie an? Geht gut. Ja, also so ein Wohlweh empfinden darf es haben. Aber keinen stechenden Schmerz. Sehr gut, ja. Robert Schleib erklärt Gerson Weiß, wie sehr unsere Beweglichkeit vom faszialen Bindegewebe abhängig ist. Erst die Faszien verleihen dem Bewegungsapparat die nötige Spannung, um Muskelkräfte zu übertragen. Kommt es zu schmerzhaften Verhärtungen, können zudem spezielle Körperübungen dabei helfen, die Funktionsfähigkeit der Faszien nach und nach wiederherzustellen. Dann rollen Sie langsam Ihr Becken in Richtung zum Fenster, Richtung Füße. So langsam es geht. Ja, wunderbar. Ich spüre meinen Rücken. Und ich spüre, glaube ich, wo der Punkt liegt, den ich bearbeiten muss. Und jetzt versuchen Sie mal schwingende Bewegungen. Gerade, ja, gleich nach links, in Mitte, rechts und dann können Sie ruhig spielen. Die erste Übung muss Gerson Weiß jeden Tag machen, das Schwingen jeden zweiten. Bis in ein paar Wochen sollte eine erste Verbesserung spürbar sein.